Das hat mir gerade noch gefehlt. Was ist das für ein hässlicher Bastard? Wow! Also schön Drive hat er. Auch schon tot. Was hat er hier? Schönen Drive, sag ich. Aha. Einen schönen rechten Haken hat er gehabt. Wann hat der Loot gebunkert, die Sau? Was war? Da ist noch mehr Loot. Da will ich hin. Und ich habe keine Kraft. Ja, wahrscheinlich nicht du, sondern das Ding hat, weil vielleicht wenn man das einschalten, die Generator kommt, vielleicht geht dann das Ding auf. Ja, dabei, da ist ein Stromsymbol drauf. Das hat mich auch ein bisschen komisch, hat mich das immer. Wie auf dem Dachboden. Der Raider ist running, 400 Volt, perfekt. Kraftstrom, sehr gut. Aber jetzt kommt direkt noch ein Rammer oder was? Ja klar. Mal an, was hinter Tür Nummer 1 ist. Aiden, nie ein Anruf. Scheiße. Nie ein Brief. Ich dachte, das zwischen uns wäre wahre Freundschaft. Waltz hat Lucas tot befohlen. Detektiv Aiden gibt erst Ruhe, wenn der Fall aufgeklärt ist. Das soll ich Ihnen glauben? Warum sollte ich? Weil Waltz hier ist. Halt! Jungs, durchsucht den Tunnel. Warum sollte Waltz Lucas umbringen lassen? Ja, um die PKs zu schwächen, um Unfrieden zu säen, um Chaos zu verbreiten, was weiß ich. Ich hasse Politik, verdammt nochmal. Und Sie haben sich für die falsche Seite entschieden. Was gibt's da noch zu reden? Aether, Sie greifen das Hauptquartier an! Der Bazar! Sie haben die U-Bahn-Station eingenommen! Was zum Hacker? Mach schon, nimm dir die Tür! Diese Sau war es. Still! Ich habe Sie gewarnt, Aether. Ach, der Strom ist aus. Wir müssen den Sicherungskasten finden. Was ist hier los? Wer hat ihn abgeschaltet? Na, wer wohl? Machen Sie jetzt einen auf Klugscheißer? Ich meine ja nur, schnappen wir ihn uns. An Flucht ist eh nicht zu denken. Okay, suchen Sie nach dem Sicherungskasten. In der Nähe sollte es einen Abstellraum geben. Hepper, gehen Sie zum anderen Eingang. Ihr beide durchsucht den Tunnel. Das ist ein Labyrinth. Wenn Waltz sich hier versteckt, muss er eine Spur hinterlassen haben. Eine Schleimspur. Welch eloquente Floskel. Eine Schleimspur. Der gerade Tunnel ist also ein Labyrinth. Wir warten, okay. Aiden. Wir warten, ja. Fick dich, ja. Dann wartet doch, Mann. Der Generator ist noch an. Oh. Und, wo ist jetzt euer Problem, ihr Pussys? Nee, immer noch keine Kraft. Komm, Dave, wir gehen. Ja, Mann. Bitches. Ist auch egal. Na, hochgeklettert. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Parcourspunkte für den Bereich hier eigentlich. Ja, sollst du nicht hochkommen. Also, ich komme da nicht hoch. Welcher? Gut. An der Wand hoch und dann kurz. Nee, jetzt wollte er doch nicht. An der Wand hochrennen und kurz vor Ende dann nochmal springen. Zack, oben. Was ist denn, da kommst du eh nicht weiter von da. Join. Ja, natürlich, ich kehre wieder zurück. Kommst du da drüber oder oben über das Gitter? Nö, aber ich kann an der Seite vorbeigehen. Achso. Ist die Seite, wo wir reingekommen sind. Na doch, ich kann hinter uns seine Deppen hier verrecken lassen. Ah. Da war auch noch eine Tür. Ich weiß nicht, ob die jetzt aufgeht. Wahrscheinlich nicht, ne? Hier geht nicht auf, wo ich gerade war. Bei mir. Ja. Hier ist noch eine. Ja, die geht auf. Ich fühle gerade, hier liegt eine Xbox, aber ist keine Xbox. Mhm. Das ist auch eine interessante Lichtschalterkombination. Blink, blink, blink. Ja, vor allem steckt der Schalter bei dir nicht auch halb in der Lampe drin? Oder die Lampe im Schalter? Ja.
Hier kann man durchklettern, hier unten. Ja, hab ich gerade auch gesehen. Lüftungsschacht. Und hoch. Hilfe, irgendwas gefunden? Hier sind Kabel. Aber alles unter Wasser. Sind Kabel. Sieht nicht gut aus, Lieutenant. Die Geräte sind seit 15 Jahren stillgelegt. Suchen Sie weiter. Hoffentlich ist das nicht der Grund für den Kurzschluss. Bei dem Funkverkehr einstellen, wow. Dann kann doch schon abgehört werden. Profi. Solltest du sein. Hier war jemand. Was an der, hat das Kabel rausgerissen. Dass ich mich nicht am Lüftungsschacht festhalten kann? Ich bin auch reingefallen, das war so. Deswegen war ich so gewollt gewesen. Ist noch ein Kistchen? Ach, das ist schon offen, gell? Wahrscheinlich, wenn das schon offen ist. War offen, ja. Na, dann hab ich schon. Folgen Sie den Spuren. Spuren sind hier. Oh, das war schwierig. Selbst für mich. Wer hätte sonst hier entlang kommen können? Meinst du, ist im Wasser kein Loot? Ah, verflucht. Irgendjemand hat diese Tür verschlossen. Drecksau. Da oben. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir halt einen anderen Weg suchen. Ja, ja. Hey, hier drin ist jemand. Wer ist es? Schnappt ihn euch! Ich beherrsche diesen Doppelsprung noch nicht. Natürlich, Doppelsprung ist ja der erste, was du lernst. Ja, aber ich beherrsche ihn nicht, also nicht mit der Hand. Also physisch. Dave beherrscht ihn nicht. So. Nicht Aiden beherrscht ihn, aber Dave beherrscht ihn nicht. Ich muss eigentlich nur Space gedrückt halten, um höher zu springen. Okay, was ist jetzt der Fehler? Ich mache immer doppelt, wie bei Tomb Raider. Okay. So, schnappen wir uns mit diesem Walzer. Na klar. Sie werden für Lukas bezahlen. Hat sie Jack Matt immer noch an der Leine? Sparen Sie sich das für den Richter, der Ihnen dann den Kopf abhacken lässt. Meinen Sie wirklich, dass es so kommen wird, Leutnant? Lukas Tod war bloß der Anfang. Sie geben zu, dass Sie ihn töten ließen? Packt ihn! Warum stört sie sein Tod so? Macht ihnen ihr neuer Posten keine Freude? Neuer Status, neue Aufgaben, neue Chancen? Verdiene ich dafür nicht zumindest ein Dankeschön? Labern können sie, aber jetzt ist Schluss. Handschellen, Hepper! Freut mich, dass du endlich bei uns bist und nun gib mir, was du mir geklaut hast. Gib den Schlüssel zurück, Junge, sonst geht ihr alle drauf. Fuck! Hepper! Worauf wartet ihr noch? Tötet ihn! Oh, fuck! Stirbt, Axel! Du wirst für deine Taten büßen! Schau an, das Jüngelchen markiert den großen Macker. Dabei ist er doch noch ganz klein. Nichts als ein kleiner Junge. Nein! Der hier ist auch tot. Er hat sie komplett verwurstet. Hey, sieh mal da, da bewegt sich was. Der Boss ist in der Fabrik. Sag Bescheid. Hey, mit dem stimmt was nicht. Oh, Scheiße.
sehen, wo das Licht herkommt. Wir sehen das Licht. Wie gefall ich dir jetzt, Arschloch? Oh, super Rage Mode! Nice! Geil! What the fuck, geil, Rage Mode! Oh, ich hoffe, wir kriegen das öfters dann. Das wäre geil. Ah, oh, was zum. Da, mir dreht der Kopf! Was ist mit mir? Was ist hier passiert? Ich bin in der Autofabrik. Over. Der Schlüssel. Waltz hat den GRE-Schlüssel. Okay, Ziel aktualisiert. Folgen Sie Waltz in die Autofabrik. Waltz. Das war's. Dich hole ich mir. Ja, Mann. Nicht nur ja. Du, Aiden. Jetzt müssen wir die Hauptquest wohl zu Ende spielen, wa? Ja, ist ja nix. Das war nämlich jetzt mit Hemmstoffkanistern sonst. Ja, ja, wegen den Schlüssel, ich wüsste. Wahrscheinlich wollen wir. Ja, können wir den nochmal abjagen jetzt, den Schlüssel, oder wir kriegen irgendwie einen anderen oder sowas. Ich muss nochmal alles looten, ganz kurz. Peter und ein bisschen Kohle, nehme ich mal. Kira, Geronimo! Bin durch ein Loch gefallen. Bei mir stehst du noch hier. Ja, ja. Bin auch nicht runtergefallen. Shit. Da oben. Ich seh's. Nein, du Wichser! Du hast meinen Strick weggenommen. Oh! Sah gut aus. Ja, mach ich gut. Jo, ich nehm den anderen. Ich geh ins Geschütz. Welchen anderen? Was? Los, komm. Hä? Achso, klettern. Mach du mal. Wieso klettern? Was denn, nein, ich bin nicht so. Kletter. Gut für die Arme, perfektes Training. Nachher looten. Was willst du looten? Bei Loot? Hab ich wieder übersehen? Ja, das ist Krankenwagen. Aber es ist Dietrich schwer, willst du dich auch machen? Ja, warte. Du hast doch den Mega-Dietrich. Verdammt, ich hab's geschafft. So ein Scheiß. Ja, du hast das durchgelevelt. Du bist der Dietrich, Mann, ab jetzt. Nein! Wohin springt denn er? Geil. Tschüss, Dante. Noob! Chemiegebiet. Oh shit. Oh shit. Immunität kritisch. Nein! Ich bin Zombie. Mal gucken, was ist passiert. Du stirbst. Ich dachte, dass du aber hier, dass da oben jetzt so ein Kreuzwerk ist, vielleicht. Nee. Ach du Scheiße, den ganzen Weg nochmal. Echt super. Stirb nicht. Hau dich nicht vor. Ja, krass. Ich hab den. Nein, du musst da rumlaufen, das Ding dann. Warte, ich wollte eigentlich auf die andere Seite der Brücke. Und dann hochklettern, ja. Also ich bin dran nicht. Oh. Nein. Entdeckt Autofabrik. Elektroautos, ja geil. Vielleicht gibt es doch Fahrzeuge, wo ich nichts gelesen habe von Fahrzeugen. Aber es wäre cool auf jeden Fall Elektroautos. Fände ich bei State of Decay geil, wenn es so Elektroautos gäbe. Aber ich denke mal, wo das damals rauskam, war das noch nicht so verbreitet, Elektroautos. Die kein Geräusch machen, das wäre geil. Irgendwie. Oh ja. Ja, irgendwie gut. Vielleicht im dritten Teil dann.
Verdammt, das ist ja... Ja, bitte? Oh, du bist tot. Ja, ja, ich weiß. Roter Hering. Oder ja, der ist gut. Ah, ein richtig böser. Gibt keine Chance, dass du mir erzählst, wie der ist, der rote Hering. Ach, den findest du sowieso nicht. Bist du unten lang oder bist du oben lang? An dem Ding. Den läuft doch einfach runter. Einfach runter, ja. Okay, ich dachte, wir müssen oben noch lang. Deswegen bin ich an den Dings gesprungen. Einfach runter über den Bus und dann auf den Bus und dann rechts rum oder vor dem Bus schon rechts rum. Soll ich mal gucken, wo die Map-Marker sind, Dave. Ja. Da ist voll umsonst geschoben. Voll umsonst geschoben, quasi. Na guck mal, den roten Hering könntest du jetzt übersehen von deiner Position aus. Ja, jetzt nicht mehr. Na ja, gut, komm. Da war so ein schöner Kristall mitten in dem in der Game-Masse, in dem Game-Match. Und ich dachte mir, oh, komm. Der wird ja nicht ohne Grund da sein. Naja. War gar keiner, oder was? Ja doch, war schon. Aber du hast es nicht geschafft, ihn aufzubrechen, ohne dabei zu sterben. Ach so. Das geht voll schnell, man müsste sich immunisieren irgendwie. Das geht da, glaube ich. Zähigkeit oder das Level. Ja, warten wir hier auf Dante. Nein! Lauf mal lieber weiter. Okay. Ich muss hier die ganzen Typen umbringen, deswegen. Ach so, na, ich bin gerade vom Seil gefallen. Wie auch immer das funktioniert hat. Ach so, ach, das ist ein schönes Spiel, es geht bei dir. Sehr gut. Hör's mit dem Umge, Kasper! Leck mich, du Wichser! Was wollte er? Ich weiß es nicht genau. Irgendwas mit Wichser. Ich hab verstanden, er ist nicht so beeindruckt. Ich will meinen Schlüssel wieder. Ne, ich glaube, die Hauptsache ist er noch nicht zu Ende. Guck mal, wir haben die Rosaria Dawson eben aus Kenya gelernt. Ich bin nicht beeindruckt. Ach, ich bin nicht beeindruckt. Ach so. Wen hast du jetzt schon wieder nicht beeindruckt? Den da. Zwei Typen. Aber jetzt sind sie beeindruckt, die brennen jetzt quasi für mich. Tschüss. Nennt sich Bandpfeil. Die haben aber schönes Zeug bei. Liegt ja überall was rum. Überall Wurfmesser. Wurfmesser unterbricht Gegner Angriffe, seht ihr gerade. Das ist schön für die Ruf an Gegnerangriffe. Mal ausrüsten. Genau zwei Stück, ey. Hallo Hering, ich sehe dich. Hallo Hering? Das Wasser ist doch hier bestimmt giftig, oder? Jo, ihr seid. Die Wichser. Er sagt, doch, den kannst du aber looten. Ja, viel Spaß. Du stirbst vorher. Oh ja. So ein Horst, ey. Naja, da musst du, wie gesagt, da gibt es schon Immunität, also gibt es so Aufputschmittel, habe ich das dabei jetzt wirklich? Immunität, was, ja, siehst du? Ja, was für eine Verschwendung. Aber wieso kannst du rein, kannst du da gegenheilen, einfach debuffen? Ja, ist doch trotzdem eine Verschwendung von dem Mittel. Ja, aber manche Kristalle kriegst du Tausender, Mann. Instant. Aha. Naja. Mach lieber die schwere Kiste auf. Wenn der so schwer zu erreichen ist, der Kristall vielleicht dann noch ein besserer, vielleicht. Nö, ist mir aber nicht wert, da zu sterben. Ich probier's schnell.
Was lässt mich jetzt nicht los? Ich will das wissen jetzt. Um die 2 Minuten haben wir. Hm. Ich werfe dir dabei mal einen Pfeil in den Kopf. Ja, bitte. Ich hab. Ja, 37. Ich denke, 37 habe ich davon, das ist kein Problem. So. 4. Das. Okay. Nein! Ah, ich konnte nicht genug, schnell genug. Aber ich hab ihn off schon. Dante, brauchst du nur noch holen jetzt quasi. Weißer Kristall. Das ist der für Tausender, glaube ich. Der Weiße. Wie ist das eigentlich beim, du hast ja jetzt hier die Dietriche schon durchgelevelt, ne? Wie, ja. Was kostet es an Gold, also an Geld? Keine Ahnung. Bei den oberen Dingern. Keine Ahnung. Hast du Kohle? Ja, klar. Immer interessant. Bei Atlas oder bei anderen Spielen ist ja so, dass du, warte, ich muss durchwechseln. Dass sie richtig teuer werden nach oben hin, dann die Upgrades. Aber also richtig, richtig teuer. Richtig, richtig teuer nicht. So, so bitte. Wow, Alter. Ja, mega. Warum machst du denn sowas? Mega Jump. Ist wieder Dave. Nimm doch einfach die Umgebung. Dafür sind die Lappen da. Ui. Ja. Ja, kletter du da mal hoch. Ja, ich helfe dir mal. Nein, Mann. Ja, aber was töten hier bin. Ich hab hier, kannst du? Ich hab dir nur eine Flasche abgeworfen. Also dem anderen, mit dem da die ganze Zeit so viel Probleme hattest. Da kein Problem, was ist denn los? Dafür hat's aber ganz schön lange gedauert für die 2 HP, die der noch hatte. Hast du die Notiz gesehen? Nö. Ich hab kein Licht angehabt, jetzt hab ich das mal Licht an. Du brauchst kein Licht für. Mach mal mit Kuh. Eben wieder Waffen durchsortieren. Alter, eine Wutbrand mit 120 Schaden. Okay. Hey. Viel das zu viel. Gut. 82, das Ding hat auch 82. Ich habe auch um die 80 jetzt meine Waffen. Also. Ja, 80 sind bei mir die, die ich gerade nach und nach entsorge. Dass ich ja, jetzt klar, anlege, um die kaputt zu schlagen. Warte, hier ist noch Loot. Ja, das ist ja auch der Weg, den wir gehen müssen. So ist ja alles Open World, aber die, ich finde die Level, also an sich, wenn du jetzt so Begebenheiten, die Events hast, dann sind die relativ schlaurig, gell? Ja. Also abseits gibt es ja eigentlich immer nicht viel. So. Warum steht da ein High Heel auf dem Schreibtisch? Nicht. Komischer Fetisch. Vielleicht braucht ihr den nicht mehr, weil ich jetzt ein Zombie und Zombies tragen keine Heilheads. Oha.
darkness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Appreciate all that is-